Gottesdienst waren 28 Teilnehmer dabei. Es gibt dazu die Ortschronik von Rehnsdorf und die umfangreiche Dokumentation zur Ortsgeschichte unseres langjährigen Ortschronisten und Gedenkstättenleiters Lothar Czosek. Von dem auch der Einleitungssatz stammt, den haben wir zwar nicht in Schriftform, sondern als mündliche Aufnahme, als Erläuterung zur Dauerausstellung eben in dieser Kürze. Kriegsvorbereitungen und Aufrüstung hatten die nationalsozialistischen Machthaber schon lange vor dem 1. September 1939 beschlossen und auch ungehindert ausgeführt. Da es an natürlichen Rohstoffen für Treibstoffe für die Kriegsmaschinerie mangelte, wurden Betriebe für eine Herstellung von Treibstoffen aus Wasser und Kohle in einem Hydrierverfahren geplant in Königsdorf. So wurden ein NS-Musterbetrieb und die dazugehörigen NS-Mustersiedlungen geschaffen. NS-Mustersiedlung, NS-Musterbetrieb, der Ortschronist von Rehmsdorf führt dazu aus. Nach der Machtergreifung durch die NSDAP begann die Nationalsozialisten mit einer systematisch betriebenen ideologischen Propaganda, die alle Bereiche erfasste. Und das Erstaunliche dabei war, dass es der NSDAP relativ schnell gelang, das war auch in Rehmsdorf der Fall, genügend Kräfte mit den Zielen der NS-Bewegung vertraut zu machen und zu schulen, um sie für die Durchsetzung ihrer Ziele einzusetzen. Die Folge war, dass die Nationalsozialisten für ihre Bewegung weitere Anhänger fanden, die, bedingt auch durch verschiedene soziale Maßnahmen, treu zur Sache standen. Ein Beispiel aus Rehmsdorf bestätigt diese Entwicklung. Der 1. Mai, seit 1889 als internationaler Kampftag der Arbeiterklasse gefeiert, wurde als Tag der Arbeit umbenannt. Und dieser Tag fand bereits 1933 in unserem Ort eine kaum erwartete Resonanz. Den örtlichen NS-Kräften gelang es, einen Umzug durchzuführen, wie ihn der Ort bisher noch nicht erlebt hatte. Jeder Bauer wurde angesprochen, einen Wagen zu gestalten, der Umzug teilnimmt. Die Rüstungsindustrie. Nach den beiden Angriffen am 12. und 28. Mai 1944 musste die Produktion eingestellt werden und in aller Eile und Hektik wurden Räumungs- und Reparaturarbeiten durch die NS-Machthaber durchgesetzt. Für die schwersten Arbeiten wurden Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald in einem Arbeitskommando bei der Prawag eingesetzt. Und es entstanden zwischen dem Juni 1944 und April 1945 die Standorte des KZ-Außenlagers in Kleiner, Tröglitz und Rehmsdorf. Der Arbeitseinsatz wurde so brutal und mörderisch durchgesetzt, dass die Produktion mehrfach sehr, sehr schnell wieder aufgenommen werden konnte.
Aber jeweils dann natürlich auch die Reaktion durch einen erneuten Luftangriff erfolgte. Zwischen dem 12. Mai 1944 und dem 31. Mai 1945 gab es insgesamt 6 Luftangriffe auf das Brabant-Werk. In Zeiten der Not besinnen sich Menschen manchmal auf alte Geschichten der Hoffnung. Darum spielen wir ein Lied, als Israel in Ägypten war. Nach dem Kriege müssten die Hunderttausende von Amerikanern, die ja noch sämtlich eingefangen werden sollten, alles wieder neu aufbauen. Er hoffe nur, dass er diese Gefangenen dann auch würde befehligen können. Das meint der Mann noch im März 1945. Es war ein gutes Beispiel dafür, welche Wirkung die Nazi-Propaganda noch unter diesen Umständen auf einfache Gemüter auszuüben vermochte. Der ungarische KZ-Häftling Imre Kertész hat seine Erfahrungen in Rebsdorf in einem Buch literarisch verarbeitet. 2002 erhielt er den Literaturnobelpreis für seinen Roman eines Schicksallosen. Und unter dem Titel Schritt für Schritt schrieb er dazu auch ein Drehbuch für eine Verfilmung. Eine Szene beschreibt ein kurzes Gespräch zwischen einer Gruppe von Personen aus dem Arbeitskommando in einer Mittagspause. Gut, die im Buch angegebenen Namen wären in dem kurzen Zitat ohne Erklärung zu verwirren. Hören wir einfach von dem einen und den anderen, die miteinander sprechen. Angeblich gibt es da so ein Zentralding, weiß nicht was, ein Maschinenhaus vielleicht, erklärt der eine der Häftlinge. Das habe ich auch gehört, bestätigt ein anderer der Gruppe. Man sagt, es dauert einen Monat, bis es wieder ins Stadt gesetzt haben werden. Und dann kommt tags drauf ein amerikanischer Flieger. Und zwar pünktlich, wirft der Erste ein. Und setzt einen Volltreffer, grinst der Andere. Aber alle lachen triumphierend. So viel Genugtuung ist ihnen das Leben schuldig.
dürfen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Wie gesagt, ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu der Gedenkveranstaltung. 1. September, ja, ein wichtiges Datum. Wir haben es heute, oder Sie haben es ja wahrscheinlich auch schon mehrfach gehört. Es ist ja nicht die erste Runde hier, sondern Sie waren ja sicher auch schon die meisten, zumindest in der Kirche, haben dort auch schon sich auf den Tag besonnen oder den Tag miteinander begangen. Wir stehen hier an der Gedenkstätte in Remsdorf und das ist eigentlich immer auch eine schöne Sache, dass man das hier auch nochmal so vor Ort und wirklich erleben kann. Nicht bloß einfach so durch Presse, Funk und Fernsehen, sondern hier hat man auch nochmal so eine richtige Stätte, wo man eben so einen Tag auch begehen kann, wo man so einen Tag auch gedenken kann. Und deswegen denke ich, ist das hier ein würdiger, schöner Rahmen, um uns das Ganze auch nochmal vor Augen zu führen und da auch nochmal im Gedenken an diesem Tag zu sein. Ich würde jetzt gerne an den Herrn Lutz übergeben, der richtet noch ein paar Worte zur... Wie wir jetzt eben gehört haben, hier am Mahnmal für die Opfer des Auslagers in Kleinhardt, Rötlich und Remsdorf. Und wir wollen das heute in einer Form eher der gemeinsamen Besinnung und der Stille vor den Opfern mit der musikalischen Begleitung, aber ohne weitergehende Ansprache tun. Der heutige Tag, die Erinnerung an den deutschen Überfall auf Polen und den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 85 Jahren, bedeutet natürlich auch Verantwortung für die Gegenwart und mahnendes Erinnern. Aber im Umgang mit den aktuellen politischen Situationen, mit Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Welt, werden ja so viele unterschiedliche und auch sich widersprechende Ansichten und Forderungen vertreten, dass diese Gedenkveranstaltung hier eigentlich nicht der Ort von Diskussionen, Streitgesprächen oder gegensätzlicher Geschichtsinterpretation sein soll. Zum mahnenden Erinnern gehört dann aber auch, kann man sicher sagen, für die Gegenwart das friedliche Zusammenleben, und zwar das friedliche Zusammenleben auch in unserem direkten Umfeld. Die Wahrung der Rechte eines jeden Menschen. Daher ist es auch so wichtig und unentbehrlich, die Erinnerung und das Gedenken an die Zeit des nationalsozialistischen Terrors wachzuhalten, um dem entgegenzuwirken. Als die Häftlinge da in Remsdorf waren, blieben viele Ereignisse fest im Gedächtnis haften. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe, war der lange Häftlingszug, rechts und links von bewaffneten SS-Leuten bewacht. Täglich zweimal liefen sie an mir vorbei, auf meinem Weg zum und vom Bahnhof. Kaum des Laufens fähige Männer in dünner, schmutziger Häftlingskleidung, teilweise mit Lappen um die Füße, und das bei minus 20 Grad Kälte. So schleppten sie sich nach des Tages schwerer Arbeit durch den Ort. Unvergesslich, dass am Schluss des Zuges ein zweirädriger Karren von Häftlingen geschoben wurde, auf denen in Säcken Häftlinge lagen, die wegen körperlicher Schwäche nicht mehr laufen konnten. Ob sie noch lebten oder nicht, sie wurden mit ins Lager genommen. Ein Anblick, den ich einfach nicht vergessen kann. Kein Anwohner, der den Häftlingszug sah, durfte stehen bleiben, ohne den Häftlingen etwas Essbares zu werfen. All das führte mir vor Augen, wie brutal und rücksichtslos mit Menschen umgegangen wurde.
Sancte Spiritus, veni 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 Sancte Spiritus. Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Sancte Spiritus.